Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring und wir haben Patch 1.05 und es wurde ein neuer Weg gefunden, vom normalen Schneegebiet ins geheime Schneegebiet zu kommen, was ich extrem, extrem, extrem geil finde. Damit lebt vielleicht auch mein Speedrun wieder. Und den zeige ich euch jetzt. Also, ihr müsst auf jeden Fall mal in das normale Schneegebiet kommen. Das bedeutet, ihr müsst auf jeden Fall Morgott besiegt haben. Dann könnt ihr hier den großen Aufzug von Rold benutzen und hier Ruinen von Zamor, die Gnade benutzen, denn von hier aus müsst ihr ein paar Meter laufen und dann müssen wir einen bestimmten Sprung machen und dann kommen wir in den Geheimpfad zum Halligbaum. Ist richtig, richtig geil. Ich freue mich richtig. Also ihr lauft von der Gnade Richtung Westen wieder zurück zum Aufzug und ich habe es gerade off Camera ein paar Mal versucht. Ich habe es auch erst beim dritten Mal geschafft. Also keine Sorge, ich habe es wie gesagt auch nicht beim ersten Mal geschafft. Liegen hier noch meine Seelen? Oh, hier liegen sogar noch meine Seelen. Also hier müsst ihr hin, direkt links vom großen Aufzug hier zu diesem Vorsprung. Ich zeige euch das auch mal. Hier ist der Vorsprung. Und dann müsst ihr hier an dieser Ecke so spät wie möglich abspringen. Und quasi dort unten, ich markiere es euch gerade mal, dort müsst ihr landen. Also schauen wir mal, ob ich es jetzt wieder direkt beim ersten Mal hinbekomme. Ansonsten schneide ich natürlich, ihr kennt das, dorthin, bis ich es geschafft habe. Also ihr lauft hier ganz schnell los. Ersten, einen zweiten Sprung ganz spät und dann immer schön angreifen. Und geschafft. Direkt beim ersten Mal, es war gar nicht so schwer. Und jetzt werdet ihr nämlich gefragt, Marikas Pfahl? Ja, Marikas Pfahl. Und dann schaut mal, wo ihr hinkommt. Geheimpfad zum Halligbaum. Dafür müsstet ihr nämlich normalerweise, also die Leute, die es nicht wissen, müsstet ihr normalerweise den ganzen Schneepfad hier hochgehen, zack, 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 hier rum, ganz viele böse Gegner. Hier Schloss Sol, den Nihal besiegen, wo auch der Trick entfernt wurde mit dem Patch. Aber das könnt ihr euch jetzt alles sparen. Ihr könnt nach Morgott direkt ins geheime Schneegebiet. Dafür lauft ihr dann einfach hier lang, hier durch die Tür, hier hoch und dann seid ihr schon da. Unglaublich geiler Shortcut und ich wollte euch den unbedingt zeigen. Ich weiß, manche mögen sowas nicht, solche Exploits, manche schauen deswegen. Wer es nicht mag, tut mir leid, aber ich will es auf jeden Fall zeigen. Ich finde das richtig geil. Gerne das Video liken, gerne die Kommentare, wie ihr das findet und gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr nichts weiter verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Nochmal kurz aus dem Schnitt. Auch nicht vergessen, am Sonntag, den 26. um 12 Uhr ist ja der Community Run. Wer da noch mitmachen möchte, gerne den Discord unten in der Videobeschreibung abchecken. Und am Sonntag auf Twitch bin ich live dabei sein. Wir machen zusammen einen kompletten Run mit euch zusammen. Ich rufe jeweils immer zwei Leute. Jedes Gebiet werden wir durchnehmen. Vielleicht nicht 100%, aber auf jeden Fall einmal komplett das Spiel durchspielen. Wie gesagt, live auf Twitch, folgt da gerne rein und seid damit am Start. Bis zum nächsten Mal, haut rein.